1-0 habt ihr es stellen können nach dem ersten Spiel in der Best-of-Five-Serie. Was sind jetzt kleine Dinge, auf die du dich konzentrierst, um den mit nach Graz zu nehmen? Video ergibt immer viele Kleinigkeiten. Für mich hat es zum Beispiel so ausgeschaut, dass wir drei Viertel sehr, sehr gut gespielt haben. Wenn man dann das Video anschaut, findet man auch dort wieder viele Kleinigkeiten, die man noch besser machen kann, sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung. Daran haben wir jetzt gerade 1,5 Stunden gearbeitet mit 15 Spielerinnen. Da war ich sehr glücklich, das haben wir das ganze Jahr noch nicht geschafft. Also ich bin guter Dinge. Gerade das vierte Viertel, glaube ich, nimmt UB Graz mit in die Heimhalle. Was nimmst du mit aus Klosterneuburg, damit das nicht passiert? Wir nehmen es genauso mit als Warnung, dass die Grazer gute individuelle Spielerinnen haben, wissen wir. Und wir müssen eben so arbeiten, dass wir jede Sekunde bereit sind, auch egal ob wir 10 Punkte vorn sind oder 10 Punkte hinten, nie die Konzentration verlieren und nie unsere Prioritäten außer Acht lassen. Das haben wir im letzten Viertel ein bisschen schleifen lassen. Da werden wir weiter dran arbeiten. Atmosphäre im ersten Spiel war schon sehr gut. Ja. Vielleicht für deine Message an alle Fans, egal ob jetzt Ubi oder Duchess. Was wünschst du dir fürs zweite Spiel? Kommt alle in die Halle. Das wünsche ich mir. Für Damenbasketball, glaube ich, war es eine super Werbung. Und wir werden uns, Grazer und wir, bemühen, wieder ein Spiel mit hoher Intensität und guter Qualität aufs Feld zu bringen. Am Sonntag in Graz und dann in 2 Wochen auch wieder im Happyland. Sag ich dir vielen Dank. Danke auch.